Mein großer Wunsch war die Befreiung von meiner Stimme. Ich wollte, denke ich, auch gerne ein Konzertgebau singen, eine schöne Sängerin werden, sicher. Aber mein Weg war nicht so. Mein größtes Verlangen war eigentlich Unterricht. Es hat mir so gefreut, dass meine Ohren mich bis heute mich alles erzählen können, wenn Menschen für mich singen, dass ich denke, oh, das ist nicht gut. Da geht's falsch. Da können die Stimmbänder nicht gut schließen. Oder das hat mich unglaublich viel Freude gegeben. Der Moment, dass ich das akzeptiert habe, hey, mein Talent, mein großes Talent ist bei Unterricht und nicht selber singen. Das singt nicht. Da tritt der Zwerg. Zwerg. Da tritt der Zwerg, ja, zur Königin, mag Binden um ihrem Hals schnüren, ja, vom roter Rot, Alicia. Und weint und weint, als wollte er schnell vor Gram erblinden, vor Gram erblinden. Ja. Er spricht. Ja, das alles ist ein Es, he? Das fühle ich hier im Kopf, dass du machst. I. Aha. I. Mach das es. I. Mit der Sprechstimme. I. 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 Da tritt der Zwerg zur Königin. Da tritt der Zwerg zur Königin. Mag Binden um ihrem Hals die Schnur vom roter Seide und weint, als wollte er schnell vor Gram erblinden, vor Gram erblinden. Er spricht, du selbst die Schuld an diesem Leiden. Stehen bleiben. Was ist? Weißt du, was du verlierst? Wenn du in Temperament etwas erzählen willst, aha, dann gehst du wahnsinnig nach die Vorseite, okay, aber dann verliest du die Klang. Okay. Du sollst dich schuld an dieser Leide, bei dem König du mich hast verlassen. Singen ist so eine Ekstase. Auch wenn es nicht geht, dann hat man eine Ekstase, dass man, warum lerne ich es nicht? Warum kann ich den Kontakt nicht finden? Das ist eine Balance. Und das dauert und dauert. Und da kommt ein Moment, dass ein anderer, ein Schüler oder ein Student, Studentin von mir, eigentlich besser in die Höhe kam als ich. Und ich dachte, das ist doch krass, dass ich ein anderer etwas lernen kann, was ich selber noch immer nicht richtig gut kann. Das Suchen nach der Wahrheit.